Ja, im Analysebildschirm schauen wir uns jetzt ein paar Tricks von den Freeski Austria Athleten an. Starten tun wir mit unserem Finalisten Hannes Rudiger. Mit diesem Trick hat es Hannes Rudiger in das Finale geschafft. 1260 Double Cork Tail Grab, was so viel heißt wie 3,5 Umdrehungen um die eigene Achse, zweimal über Kopf und dazu greift er noch mit der rechten Hand ans Skiende vom rechten Ski. Der Hannes ist ein stylischer Fahrer. Dieser Trick ist technisch anspruchsvoll und er kombiniert beides, Style mit Technik, und dementsprechend fährt er auch im Finale hier beim Weltcup im Stubaital. Nun schauen wir uns von der Schwierigkeit her einen leichteren Trick an, den Switch Cork 5, nach rechts gedreht, oder Right Side wird das auch genannt. 540, 1,5 Umdrehungen um die eigene Achse, verkehrt angefahren und geradeaus wieder weitergefahren, und der Julius zeigt's. Hier sieht man den Lukas Müller über die Schanze, oder wie es wir nennen, den Kicker gehen. Und er dreht nach rechts, Right Side Spin, 2,5 Umdrehungen um die eigene Achse und landet dann wieder Switch. Das Ganze nennt sich dann Cork 900. Wie wir sehen, der Lukas hat den Style für sich gebucht und dementsprechend schaut es auch leicht aus. Ein schwieriges Manöver, ein schwieriger Trick, dieser Double Cork 1080 Safety Grab von Sam Baumgartner. Es sind 3 Umdrehungen um die eigene Achse, zweimal über Kopf und Safety Grab, das heißt so viel, dass er mit der rechten Hand unter den rechten Skischuh geht und somit eine kompakte Flugposition hat. Und so kann er den Trick gut steuern und auch gut landen.